Willkommen auf PlayCentral.de. Wir sind heute auf der Gamescom unterwegs. Ja. Patrick und Ben. Guten Tag. Wir schauen uns, beziehungsweise haben uns Minecraft angeschaut, Minecraft Dungeons, haben ein bisschen mit den Entwicklern gesprochen und dachten euch, wir liefern heute mal 5 Gründe, warum ihr Minecraft Dungeons vielleicht toll finden könntet und für wen das dann gedacht ist und ja, was das Spiel überhaupt bietet. Ne? Minecraft Dungeons, erstmal ganz kurz, ne? Es ist ein vollwertiges Minecraft-Spiel. Das heißt, das Entwickler Timo Stockholm hat dran gearbeitet. Die Macher, die halt auch wirklich an Minecraft, das Sandbox-Game gearbeitet haben, machen jetzt ein ganz neues Spiel. Vor allem das Krasse ist, das war erstmal ein Hobby-Projekt von den Entwicklern. Und dann ist es halt jetzt sowas geworden. Also einfach so in der Freizeit entwickelt. Die Entwickler hatten einfach so die Idee und ja, das wäre vielleicht ganz cool. Ne? Cooler Spielmodus. Ne? Und dann ist es quasi ein ganz echtes Spiel geworden sozusagen. Ein alleinstehendes Spiel. Ne? Und da kommen wir nämlich auch schon direkt zum nächsten Punkt. Es ist nämlich, es ist ein vollwertiges Minecraft natürlich, aber es ist jetzt ein Hack and Slay. Ne? Das heißt, könnt ihr euch in etwa so vorstellen wie Diablo. Und es soll kein Diablo-Klon im eigentlichen Sinne werden, sagen die Entwickler natürlich immer. Ob es so wird, wissen wir nicht. Aber er meinte natürlich, es ist im Grunde ein vollwertiges Minecraft und es fühlt sich auch so an wie ein Minecraft. Ne? Nur eben halt Genre Hack and Slay wie Diablo quasi. Ne? Genau. Also du hast halt eine eigene Story da und du hast auch wirklich die Minecraft-Charaktere da. Du hast 9 verschiedene Biome, die wir halt auch aus Minecraft kennen. Und die Monster kennen wir halt aus Minecraft. Es ist halt nur dann aus der quasi Vogelperspektive, genau. Ne, wie man das halt von Diablo... Isometrische Perspektive quasi, genau, ne? Wie man das von einem guten Hack'n'Slay kennt. Und dann läuft man halt da durch, schnetzelt sich da durch, hat riesige Monsterhorden, zum Beispiel auch, wie heißt es nochmal? Der Enderman, ne? Du kannst meine Gedanken lesen. Ja, genau. Der steht dann auf einmal vor dir, dann musst du da mit deinem Schwert draufschlagen oder was du halt für Waffen hast, denn du hast ja keine verschiedenen Klassen, genau. Aber verschiedene Waffen und Eigenschaften. Das ist ganz wichtig auf jeden Fall. Es wird keine Klassen geben, so wie in Diablo, hat der Entwickler uns bestätigt, sondern es wird quasi alles waffenabhängig. Ne? Das heißt, im Endeffekt, ihr startet einfach free to go rein, so wie es ja auch im Endeffekt in Minecraft ist. Und dann ergeben sich die Klassen dann so ein bisschen aber aus der Ausrüstung, die ihr dann sammelt. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendeine Präferenz habt, dass ihr eher so gerne im Bogenschütze spielt, so mit Hyper-Skills, so wie der Demon Hunter zum Beispiel in Diablo, dann werdet ihr euch natürlich die Ausrüstung zusammenfarmen, die auch diesbezüglich dann gelootet wird dann sozusagen. Ne? Oder wenn ihr zum Beispiel einen Tank spielen wollt, dann sammelt ihr euch Rüstung auf. Jetzt keine leichte Rüstung, sondern eher dann schwere Rüstung, denke ich mal. Und dann... dann seid ihr ein bisschen tankt ja. Ne? Das heißt aber ganz wichtig, es gibt keine Klassen, aber vielleicht gibt es dann am Ende dann diese Spezialisierung eben. Ne? Und da kommen wir nämlich direkt auch schon zu den Waffen. Es gibt ja verschiedene Waffenklassen. Und zwar gibt es einmal, das hat dann jeder Charakter sozusagen eine Nahkampfwaffe und eine Fernkampfwaffe. Genau. Und das ist halt ganz wichtig in dem Spiel. Das ist halt so das Prinzip. Ne? Jeder hat beide Waffenfaktoren quasi. Und dann schauen wir einfach mal, welche Waffen es denn so gibt im fertigen Spiel. Aber auf jeden Fall ist das natürlich ganz interessant, weil es ja nicht diese typischen festgefahrenen, könnte man ja vielleicht sagen, Klassen gibt. Genau. Sondern ihr könnt euch vielleicht auch später im Spiel dann nochmal umentscheiden, ja, ich loote mir jetzt dann vielleicht doch nochmal irgendwie eine Tanky-Rüstung oder so. Und bin dann mit meinem Level 100 Player oder wie auch immer die Level dann so aussehen würden, dann nochmal ganz anders unterwegs. Ne? Ihr seid halt wirklich recht frei dann, was ihr machen wollt und so. Ja. Das hat Spaß gemacht. Ich hatte zum Beispiel einen Bogen, hab dann so ein bisschen aus der Entfernung auf die Skeletts geschossen, hatte aber auch ein Schwert, konnte nicht reinstürzen. Ja, ja. Ich konnte so ein bisschen zaubern. Ich glaube, das war wie so ein Dome, den ich über mich gezaubert habe. Ich glaube, war eine Schutzbarriere. Genau, es war so eine Schutzbarriere, wie bei Apex zum Beispiel. Apex genau. Der Gibraltar, ne? Aber der geilste Grund für mich auf jeden Fall, ja, es gibt. Jetzt kommt's! Es gibt Pets. Ja? Keine Pets für mich, Haustiere quasi. Also ich konnte zum Beispiel einen Wolf beschwören, der ist dann neben mir rumgelaufen und der konnte auch die Gegner dann anfallen, bekämpfen und innerhalb der, wie lange haben wir gespielt? 15, 20 Minuten? Ja, ne? Genau. Innerhalb von diesen paar Minuten ist der mir echt ans Herz gewachsen. Und die Pfeile, die bleiben halt auch in ihm stecken. Ja, das ist ja cool. Und du trauerst dann und denkst so, oh, ja, du willst natürlich nicht, dass dein Pet irgendwie Schaden nimmt oder so. Genau, musst du auch gut auf ihn aufpassen, ne? Aber schauen wir mal, wie sich dieses Feature so entwickelt. Total süß halt animiert. Ja, Und einfach Liebe zum Detail. Das hat mir gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. Also man merkt an allen Ecken und Kanten, dass es wirklich ein richtiges Minecraft ist. Auf jeden Fall. Finde ich auch mega cool. Weil ich bin jetzt gar nicht so der Minecraft-Fan, so der Sandbox-Fan zum Beispiel, sondern dann vielleicht einfach mal ein bisschen so Diablo-Style. Und jetzt kommen wir natürlich zum absoluten Highlight des Ganzen. Offiziell bestätigt von Entwickler.
Minecraft Dungeons wird ein Couch-Koop-Game mit bis zu 4 Spielern, cool, wie Diablo zum Beispiel. Und das ist natürlich der absolute Oberhammer. So, ne? Das ist halt, die Leute schreien immer nach Couch-Koop. Sie wollen einfach Couch-Koop, weil wir es alle lieben irgendwo. Es gibt einfach viel zu wenig, ne, genau, davon, und es bietet sich ja total an. Ja, und das ist wirklich auch für mich dann der Hauptgrund zu sagen, endlich mal wieder ein schönes Couch-Koop, wo man sich mit 3 weiteren Freunden dann auf die Couch setzen kann und dann einfach mal in Ruhe ein bisschen zocken. So, ne? Genau. Minecraft zocken im neuen Style. Ja, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Wenn ihr Bock habt, dann schreibt auf jeden Fall mal auf playcentral.de unten in die Kommentare, ne? Diskutiert ein bisschen mit uns und wir schauen einfach mal, was wir noch auf der Gamescom so vor euch finden, und schaut regelmäßig auf playcentral.de vorbei. Absolut, ja. Dann, ne? Ja, machen wir.